Deine Verwesung. Hey, da drüben. Was denkst du? Also schön. Schau mal. Boah. Das wird es erschweren, ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß was. Ja. Fang! Damit wäre das Problem gelöst. Ha. Ja, wir sind da. Hey, Partner. Aber wir sollen hier wieder alles untersuchen oder so. Hm. Mhm. Können wir machen. Jetzt gibt es erstmal kein Zurück. Wir haben uns null vorbereitet, aber wir sollen dann ja nur sichten, einmal kurz untersuchen, wahrscheinlich noch woanders ein Lager aufschlagen und dann gehen wir wieder. Hoffe ich mal. Jo, nicht schlecht. Ah ja. Nach dem Miasma. Schlafkraut. Oh, guck mal, wie das designt ist. Das ist richtig cool. Nicht wirklich viel zu sehen für den Anfang hier, oder? Da waren noch Knochen. Ja. Geteerte Knochen. Sehr nett. Ja, die Fernkampfwaffen sind geil. Ich werde, denke ich, auf Bogen und der Heavy Bogen gehen und dann werde ich, denke ich, beim Hammer bleiben. Ich weiß nicht. Bogen fühlt sich komisch an. Ich denke mal, ich mache so wenig Schaden. Vielleicht nutze ich den nicht effektiv genug. Ich weiß es nicht. Kann aber auch genauso gut sein, dass der Bogen halt nicht so gut für dieses Monster war. Der Schaden einfach nicht gepasst hat. Ja, das Monster sieht verdammt geil aus. Den soll ich erjagen. Ja, nö, ist klar. Mit meinem Bogen. Okay. Ja.
Ich, ja. Oh! Musik ist cool. Das Monster ist irre geil. Das macht mal gar keinen Schaden. 6 Schaden. Na, vergiss es, ey. Schnell flüchten. Ja, ich möchte hier weg. Und dann packe ich wieder meinen Hammer aus. Dann gucken wir mal, ob was wir da so upgraden können, hammermäßig. Ja. Das nenne ich mal eine Bestie. Das Vieh sah schon irre gut aus. Großschwert ist eigentlich auch nicht schlecht. Man kann sogar damit blocken. Ist halt nur sehr langsam. Aber der Schaden ist heftig. Sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach Astera. Und starten uns nochmal aus. Und dann legen wir los. Der ist schwach gegen Drache. Gut zu wissen. Und Eis auch. Ich denke, ich werde sowieso nichts Eismäßiges herstellen können. Ja, im Schaden abwarten ist lustig, denn ich will ja den größten Schaden gegen den Viecher machen. Aber wenn ich immer weiter in die Story gehe, dann werde ich wahrscheinlich gegen starke Viecher kämpfen, aber mich nie irgendwie vernünftig ausrüsten können. Dann habe ich vielleicht einen Teil von dem, Teil von dem. Ich müsste wirklich mal stehen bleiben und irgendwas farmen. Da bist du ja, Fünfer. Holy shit, was kann ich denn da alles upgraden? Boah, warum? Warum kann ich jetzt so viel? Ach du Scheiße. Guckt euch das Ding mal an. Das Ding hatte ich, meine ich, auch im Monster Hunter Ultimate. Oh, wow. Ich hoffe, ich muss nicht hier die ganze Reihe wieder upgraden, damit ich hier runter kann. Normalerweise müsste man das doch bis hier und dann kann man runter. Wow. Das Ding kann ich sogar herstellen. Habe ich nicht den Knochenknüppel 2 schon? Ich habe den Eisenhammer 2. Nee, anscheinend nicht. Okay. Upgraden wir mal. Ja, stimmt. Farm ist nie falsch. So, dann machen wir hier weiter. Ey, 624 Schaden. Das ist irre. Das ist irre. Hier fehlt mir Monsterknochen M. Und hier, habe ich gar keine Ahnung. Aber der hat Schlaf. Das Monster hatte ich halt noch nicht. So, wir sind bei 624 Schaden. Dann gucke ich mal ganz kurz meinen Eisenknüppel an oder Eisenhammer. Der, ah, das verstehe ich wieder nicht. Der macht dann wieder 520. Und ich habe hier sogar mit Knochen. Schlaf und Feuer. Ich finde, die unterscheiden sich einfach nur
Mit Eisen habe ich irgendwie viel mehr Elementar als mit Knochen, aber Knochen macht mehr Schaden. Interessant, interessant. Guck mal da an. Da haben wir einen Aquahammer. Oh, den kann ich machen. Ohohoho. Da habe ich wieder 300 Giftschaden. Geiles Ding. Da muss man wieder überlegen, was ist wichtiger, Raw Damage oder halt das Element, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich nehme den und versuche dann gegen dieses Monster zu kämpfen. Weil Gift ist nie so verkehrt, oder? Ah, da fehlt mir der Schwanz zu. Ärgerlich, hätte ich nochmal upgraden können. 624 wäre irre. Und wir hätten mehr Schärfe am Start. Mann, ein Schwanz. Ah, okay, die Truhe heißt wohl, dass ich sie schon habe. Okay. Ja, der Poké-Poké-Hammer ist schon cool. Was haben wir denn? Boah, schon ziemlich viel, ne? Guck mal, gegen Feuer nicht so gut. Das ist ein doofes Set. Das gefällt mir nicht. Bleib erstmal dabei. Gift ist nie so verkehrt. Bogen! Holy moly, danke für die 50 Euro. Wahnsinn. Du bist verrückt, danke dir. Wahnsinn, ganz, ganz großes Dankeschön. Okay, ich muss mich mal neu sortieren hier. Wir nehmen Tränke mit. Dann gehen wir nochmal futtern und dann probieren wir es nochmal. Ja. Überraschungsgericht. Teil der Verwesung. Ja, ich kann einfach hingehen, okay. Der Hammer sieht cool aus, finde ich. Ansonsten habe ich Megatränke dabei. Ich glaube, ja. Ja, dann können wir mal gucken. Sehr cool. Und durch diese Donation ist das nächste Spiel gesichert. Holy moly. Ende März haben wir Far Cry. Wir haben so tolle Spiele dieses Jahr. Ich freue mich ganz besonders auf Far Cry. Also nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Sehr cool von dir. Danke. Jetzt gehe ich dem Ding mal sowas von eine Dong. Ja. Gut, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Nichts kann uns aufhalten. Jump. Wenn mich nicht alles täuscht, war der da oben. Ich gehe da nochmal hin, aber die Fußspuren deuten nach unten. Da ist er. Holy sh! Boah! Der hat mich fast überrannt. Gucken, ob ich noch weiß, wie das geht. 21.
What? Neunzehn. Okay, der Schaden ist jetzt nicht so heftig gewesen. Der Schaden war wiederum heftiger. Der spielt doch mit mir, ey. Komm schon. Vielleicht nehme ich doch mein Knochenteil raus, weil das macht ein bisschen mehr Schaden. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Das ist leider nicht mehr wie die Fernkampfwaffe. Yeah. Aber ich breche dem ganz viele Teile gerade. Wenn wir die grobe Rüstung runter haben, könnte es klappen. Mal kurz warten, was er macht. Oh, der macht bei einem voll aufgeladenen diesen Sprung. Und der ist vergiftet. Oh, der kriegt aber guten Giftschaden. Oh, seitlich. Toll. Ja, man kann nicht eine Combo machen. Ich mache das so, wie ich es gerade gemacht habe. Oh, oh, das ist eine gute Idee. Ja. Yeah. Kraft aufladen und dann immer wieder drauf, wenn er kurz stehen bleibt. Komm schon. Abgeworfen, leider. Yo, deswegen spiele ich den Hammer. Das ist Damage, ey. Boah. Oh, das macht Spaß. Ich muss beim Hammer bleiben. Es geht nicht anders. Irre. Absolut irre. Ich hätte sogar noch diese Ding-Ding-Dong-Kombo machen können. Urknall. Ich muss schärfen. Ich
Hab den komplett aus den Augen verloren. Komischerweise kann ich da auch viel mehr herstellen. Als beim Bogen und so. Hammer ist einfach meine Waffe. Absolut. Maschenheierchen, guck mal. Ne, macht er gar nicht. Der hat mich angefunkert hier. Oh, 100 Schaden. Das war doof, muss ich zugeben. Wo willst denn du hin? Yeah! Die Frage ist auch, wie oft kann ich den pro Kampf vergiften? Das würde ich gerne wissen. Schärfen, schärfen, schärfen. Einmal habe ich es geschafft, aber ob es nochmal geht danach? Weil wenn es nur einmal ist, ne, dann... Oder vielleicht zweimal, also nicht der Rede wert. Da kann ich auch auf richtig bösen Schaden gehen, auf den Elementarschaden. Mich halt darauf konzentrieren. Doink, doink, doink. Perfekt. Oi! Ich habe keinen Energy Drink. Ich dachte, das wäre Eis gewesen oder was, aber schlaf. Vielleicht kippe ich um. Dankeschön, Katze. Drauf. Hat auch viel Leben. Zähes Viech. Eins, zwei, drei. Okay, so viel Zeit muss sein. Nur 90, hat sich nie gelohnt. Nicht zum Einsturz bringen. Der kann nicht mehr. Was war das? Der kriegt aber auch nie genug. Oh mein Gott. Guter Schaden.
Halt doch bitte still. Sehr cool. Und wieder haut er ab. Den kassieren wir noch. Jo, was geht? Boah, hier kannst du weit sein, das ist cool. Am Pennen ist er. Der hat gesessen. Powernap, ne? Das wird deine letzte Stätte sein. Ich glaube, der Urknall hat die höchste Stun-Chance-Potenzial-Dingens. Das teilt halt richtig aus. Down ist er. Hammer ist immer noch am Geist. Das mit dem Giftschaden finde ich doof. Einmal vergiftet und das war's. Aber vielleicht ist er dagegen nicht so anfällig wie andere. Schön, schön. Dann müssen wir noch einen großen Gyros sichten. Gyros. Okay, das ist der, der, der. Wo könnten wir noch lang gehen? Hier runter. Nicht irgendwo durch? Anscheinend nicht, aber ein uraltes Fossil liegt hier anscheinend. Whatever. Ah, dieser Ort ist voll von diesem Schwaben. Atme ihn nicht ein, sonst sinkt deine Gesundheit. Merk schon. Ist das das Miasma? Vorsicht, nicht anfassen. Wo könnte das Viech sein? Hab grad keinen Anhaltspunkt. Da ist er! Gesichtet. Hey, Partner, wie wär's, wenn wir zur Forschungsbasis zurückgehen und eine Pause einlegen? Können wir machen. Ja, oh, natürlich bin ich im Kampf wegen den kleinen Viechern. Aber der Ralloban, der war cool. Boah, ich muss hier rauskommen. Aber das nehme ich noch mit. Kann euch gerne ein paar knallen.
Ich kann hier nicht durch. Fahrt! Weg versperrt, Tatsache. Aber ich glaube, ich müsste jetzt... Ja. Perfekt!